So, meine Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Acker Simduro. Das schneide ich ganz nach vorne. Instagram von Zweitagbrigade. Und von mir könnt ihr gerne mal abchecken. Wir werden da regelmäßig Bilder hochladen, so wie die Brigade und ich auch. Ja, wie ihr seht, ich bin heute bei Chris zu Besuch. Ich hole ja mein Pocketbike ab. Darum haben wir die Gelegenheit genutzt, noch eine kleine Ausfahrt zu machen. Heute bin ich unterwegs mit einem Moped auf abgesperrter Strecke. Natürlich, wisst ihr ja Bescheid, von Chris. Ihr kennt ja Chris, Zweitagbrigade. Blende ich unten mit ein, beziehungsweise verlinke ich mit, aber sollte eigentlich bekannt sein. Gucken, was. Hypergeile Kamera. Das ist eine Kamera, ohne Scheiß. Das ist kein Diktiergerät oder so. Sieht fast so aus, ne? Bitte? Sieht fast so aus. Sieht fast so aus. Darum sage ich ja. Oha. Jetzt. Okay. So, wenn ihr euch fragt. Alter Junge, die ruppt ja. 90 Kubik. Oha. Warm gefahren ist es schon. Ach, wird ein ganz kurzes Video. Okay, hier liegt so viel Dreck rum. Ich fahre hier mal definitiv ein bisschen vorsichtiger. Ich habe keine Lust, mich mit dem Moped hier zu maulen. Oh, die fährt sich wirklich gut. Die fährt sich wirklich gut. Ja, jetzt geht ja noch jemand mit einem Hund spazieren. Ah, schwierig, schwierig. Also Moped ballern ist hier jetzt gerade nicht so drin. Aber ist irgendwie Sinn und Zweck der Sache. Hier ist auch, wie man sieht, überall alles neu gemacht worden an dem kompletten Moped. Ach, hier geht es gar nicht weiter. Okay, ich kenne mich hier halt auch nicht so aus. Scheibenbremse, guckt euch das an. Die lässt sich so leicht Gas geben. Okay, ich mache mal hier aus dem Stand. Also, wer keine Wheelies kann, dem würde ich 90 Kubik empfehlen. Wenn ihr jetzt aber sagt, 90 Kubik, das ist alles illegal. Lasst euch nicht täuschen, hier ist alles eingetragen an den kompletten Moped. Egal, ob sie 90 Kubik sind, die Scheibenbremse ist, der Auspuff. Er hat mir einen Fahrzeugschein gezeigt. Es ist wirklich alles eingetragen. Richtig geil. Also hiermit würde ich Wheelies schaffen. Safe Call. Alter. Ach du Scheiße. Junge. Oha, oha. Oh. Alter. Ich mache ja mal vorsichtig mit Anhalten. Alter, geht die gut. Geht die gut. Holy shit, ey. Absolut feierbar. Schönes Moped. Danke, dass ich das mal fahren durfte. Ja gut, gibt gar nicht so viel zu sagen. Ich zeige euch nochmal von außen. Ihr solltet aber eigentlich das Moped, das ist ja bekannt, ja. Das ist wirklich bekannt. Kastenschwinge, breite Felgen und ohne Scheiß, ich merke ja keinen Unterschied zu der breiten Felge. Deswegen, ich habe eben noch gefragt, fährt sich das irgendwie anders? Sagt er, probier aus. Ich merke keinen Unterschied. Kann man aber sagen, dass die breite Felge hinten eigentlich mehr Leistung nimmt, weil die Auflage vielleicht. Definitiv. Das ist ja wie mein Stollenprofil. Ich habe ja auch Geschwindigkeitsverlust. Ich meine, wovon reden wir? 5 km/h oder was weiß ich, was ich bei mir weniger habe. Stört mich auch nicht weiter. Ich bin ja kein Rasertyp. Also das macht schon, das ist doch eine ganz andere Liga, oder? Ey, jetzt mal im Ernst. Das kannst du ja nicht mehr mit einem Original 50 Kubiken Moped vergleichen. Da ist einfach nur Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. Ich bin unterwegs im Stall. Wenn er das Video noch nicht gesehen hat, wenn ich schaffe, verlinke ich das mal unten, wenn ich das überhaupt hinkriege. Keine Ahnung. Aber ich denke, kriege ich wahrscheinlich hin. Und ihr glaubt das nicht? Der sieht vielleicht absolut ranzig aus. Ich feiere so. Man hat früher, kennst du diese Golf, die nach nichts ausgesehen hat, mit einem VH6? Sleeper nannte man die damals. Diese alten Sleeper. Und sowas ähnlich. Ich will nicht sagen, dass es der Wolf des Schafpelz ist. Also, du reißt dir jetzt nicht einen Schlipper runter, aber du schaffst 70 km/h. Also, das ist schon ganz, ganz anständig für so ein Original 50 Kubik-Moped. Fährt sich wirklich ausgezeichnet. Ist ein bisschen ungewohnt mit der Lenkung aufgrund der Dämpfer und die Blinker komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Aber man muss sich halt einfuchsen. Ich sag dir so, wie es ist, 2 Tage unterwegs damit, dann hast du es wohl drin. Ja, na gut. Das soll es doch schon gewesen sein. Ich dachte, wir fahren jetzt noch eine Runde. Ach so. Nee, da muss ich noch ein Video machen. Ja,
Na gut, ich bin jetzt aber raus. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn ihr wollt, gerne liken. Instagram blende ich nochmal ein, habe ich ganz vergessen. Das schneide ich ganz nach vorne. Instagram von Zweitagbrigade und von mir. Könnt ihr gerne mal abchecken. Wir werden da regelmäßig Bilder hochladen, so wie die Brigade und ich auch. Gut, schönen Abend noch und dann wünsche ich euch was. Peace out.